Stell dir vor, du besitzt ein Franchise. Aber nicht irgendein Franchise, sondern das erfolgreichste Franchise auf der ganzen Welt mit einem Umsatz von 119 Milliarden US-Dollar. Du kannst quasi alles machen. Du besitzt links und rechts Berater und Experten, die jahrelange Erfahrung haben und genau wissen, was die Fans wollen. Du könntest das beste, am aufwendigsten programmierte, grafisch anspruchsvollste Spiel der Welt produzieren. Oder du machst einen krassen Film, nachdem alle Kinozuschauer spontan explodieren, weil sie so überwältigt sind. Oder du nimmst dein ganzes Geld in die Hand und kaufst Alaska 17.000 Mal. Irgendwas Sinnvolles eben. Aber nein, du machst das, das und am allerschlimmsten das. Ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht aus. Ein grober Überblick, was in der Pokémon Presents alles angekündigt wurde. Grob, weil ich trotz 1,5-facher Geschwindigkeit und generell großem Interesse an Pokémon fast eingeschlafen wäre. Schnelldurchlauf. Du kannst an der Pokémon-Weltmeisterschaft teilnehmen, wenn du in Yokohama bist. Du kannst auf ein Pokémon-Themed-Kreuzfahrtschiff, wenn du in Yokohama bist. Du kannst über die Pikachu-Parade stravenzeln, wenn du in Yokohama bist. Es gibt eine neue Serie über ein Kartenspiel, über ein Videospiel, nach dem niemand gefragt hat. Meisterdetektiv Pikachu kommt auf die Switch. Wow, endlich noch ein Spiel, das so hässlich ist wie Karmesin und Purpur. Sogar wird Pikachu, das bei seiner Testosterontherapie die Mengenangabe nicht in Milligramm, sondern in Gramm gelesen hat. Und jetzt wissen wir, wo Rachel ist. Where are they? The name's Pikachu. And I'm what you might call a great detective. Noch eine Serie, nach der niemand gefragt hat. Obwohl die sogar ganz nett aussieht, aber ich werde sie trotzdem nicht gucken. Pokémon Go gehen langsam die noch verfügbaren Pokémon aus. Es spielt immer noch niemand Pokémon Unite. Jetzt mit Mewtwo oder so. Es spielt immer noch keiner Pokémon Café Remix. In mehr als 2 Wochen. Spielt alte Spiele! Dann müssen wir keine neuen machen. Wir nehmen deinen Schlaf auf und zeigen dir als Belohnung süße Bildchen von schlafenden Pokémon. Wir überwachen dich nicht. Vertrau mir. Vertrau mir doch! Noch eine Serie! Oh, und jetzt wird's tatsächlich interessant. Manchmal muss man halt erst durch die Unratütox fühlen, bis man einen Monetigo findet. Oh, Junge, Junge, der Trailer beginnt. Wo ist das Popcorn? Oh mein Gott, war das heftig. Das war so verdammt heftig. Pokémon ist gerettet. Das ist der Durchbruch. Jetzt geht's wieder bergauf. Entschuldigung, Herr eBay-Käufer. Ich hätte gern all meine Spiele, Plüschtiere und den Badeanzug zurück. Kinderkarussell dürfen Sie behalten. Ich mag einfach nicht, wie es mir jede Nacht mein Todesdatum ins Ohr flüstert. Aber wofür wurden denn jetzt überhaupt 3 Animatoren bis auf die Knochen gepeitscht, um dieses wundervolle Video rauszuprügeln? Du kannst Mewtwo und Mew und Karmesin und Popo fangen. Ohne Story. Ohne Extras. Du wirst in Raid gehen, 2-mal verkacken und beim 3. Mal Mewtwo fangen. Wow. Und dann durften natürlich keine Informationen über das neue DLC, der Schatz von Zone 0, fehlen. Und selbst der Teil der Present, der längste Teil, hatte nicht besonders viele Informationen. Vielleicht etwa, weil es gar nicht allzu viele Inhalte gibt, über die man reden könnte und stattdessen einfach möglichst lange Schnittbilder zeigt? Das ist nur eine Theorie. Eine Videospieltheorie. Okay, behalten wir uns kurz im Hinterkopf, dass dieses DLC 35 Euro kostet. Wir kriegen mehr Story, was generell gut klingt, bei Pokémon aber natürlich bedeutet, dass der A-Knopf wieder einiges aushalten werden muss. Wir kriegen 3 neue Legendary bzw. Mythical Pokémon. Ein Wii Sports Resort Rundflug für Arme. Eine Top 4. Die Dinger. Mochi. Und einen Selfie-Stick. Oh Mann, zum Glück haben sie die Kamerafunktion verbessert. Das ist einfach so ein wichtiges Feature. Ist ja nicht so, als ob es ein Spiel gäbe, das dasselbe Prinzip 1000-mal besser umgesetzt hat. Nein, das war nötig. Das haben wir gebraucht. Ich weiß natürlich, dass ich jetzt extrem kritisch bin und es bestimmt Leute gibt, die mit einigen der angekündigten Sachen auch 1-2 Stunden Spaß haben werden, aber irgendwie lässt mich ein bestimmtes Gefühl nicht los. Die perfekt inszenierten Trailer für die widersprüchlich lieblosen Inhalte. Glorifizierte Wecker-Apps, die aber vollgepumpt sind mit netten Grafiken. Kann es sein, dass das Pokémon-Franchise es gar nicht mehr nötig hat, gute Inhalte zu produzieren? Reicht es etwa schon, auf ein beliebiges Produkt ein Evoli oder Pikachu raufzuklatschen, um es abertausenden Fans in den Warenkorb zu legen? Bezieht sich das, schnappt sie dir alle, wirklich auf die Pokémon? Oder vielmehr auf die Scheine in unseren Portemonnaies? Ich sage, es reicht. Ich hab genug. Ich bin kein willenloser Konsument, der unaufhörlich an der Miltank-Zitze lutscht. Ich bin ein eigenständig denkender Mensch. Ich kann zukunftsorientiert handeln. Ich habe Daumen. Und ich soll verflucht sein, wenn ich weiterhin dieses gelddruckende Scheißhaus-Franchise weiter unterstütze. Alter, Knappe bekommt eine neue Entwicklung? Ich brauche mehr Switches, damit ich mehr Pokémon spielen kann.